Gentlemen, Zeit für die Supernova! Ist aktiv! Sergeant? Lieutenant! Schnappt euch die Eliten! Er gehört mir! Dann los! Der Rest deiner Rasse, schwach und undiszipliniert. Diesmal wird keine Frau kommen, die dich rettet. Sieh mir in die Augen und sag das nochmal! Wie du willst. Mein Gesicht wird das Letzte sein, was deine Augen sehen werden. Und fürs Protokoll! Ich hätte dich letztes Mal schon fertig gemacht, wäre ich nicht von der Lady gestoppt worden. Sir? Er ist überhitzt. Ich muss den Kern separieren und sie manuell zusammenbringen, wenn es knallen soll. Junge, bevor das hier vorbei ist, brauchen wir jeden Spaten für den Kampf. Ich mache das. Melden Sie sich auf dem Schiff. Viel Glück, Sir. Es war mir eine Ehre. Captain, der Ausgang wurde versiegelt. Unser Fluchtweg ist blockiert. Bodenteams, öffnen Sie irgendwie dieses Portal, sonst sind wir alle tot. Das Portal besteht aus 6 Türen, die Sie in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen. Wie? Jetzt kämpfen und auch noch... Laut Beobachtungen reagiert die Alien-Technologie nur auf menschliche Berührungen. Noch ein Alien in der Nähe und das System wird gesperrt. Räumen Sie den Bereich um die Sperre. Wir haben die Sperre gelöst. Ach, da sind ja noch Ressourcen. Aber besser gesagt, hallo und herzlich willkommen erstmal. Auf den Türen sind irgendwelche Alienzeichen. Das muss der Schlüssel sein, um sie zu öffnen. Support, Support und Einstellung. Wer braucht schon? Ach, guck doch mal, meine Marine, meine Spartans. Ach, guck doch mal, wir mögen doch alle Spartans. Überall flatt, ey. Erweiterung vollständig. Verstanden. Es sind die Alien-Tags, soll sich lieber daran zu schaffen machen? Oder dafür sorgen, dass die, die Flat sich wieder verpisst? Aber hat anscheinend kein Interesse daran. Ihre Hauptprogrammierung. Zu folgen. Jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich alles Mögliche. Kryo, Ristis, Moab, Streubomben. Läuft. Was? Ist schon wieder so nah dran. Verstanden. Ne, so. Falsch. Versorgungsmodul vollständig. Übernehme ich.
Komm, kriegst du hin. Jetzt vollständig. Bin unterwegs. Das nämlich ist also auch noch Rätselratten. Es wurden diverse große Allianzfahrzeuge gesichtet. Toll. Los geht's. Das finde ich jetzt eigentlich weniger bin gelandet. Beruhigend. Verstanden. Gehen los. Roger. Hallo. Danke. Reaktor vollständig. Gibt es irgendwie Symbole, die mir da sagen, in welcher Reihenfolge? Nö. Verstanden. Na, hier. Verstanden. So. Hätte ich gerne eine Kaserne. Hä? Ich hab doch zwei. Oder was bist du? Ach nee, du bist. Bist du Unterstützung. Überall kommt diese Flatte raus. Weißt du, die haben doch, wie sind die? Die hatten doch alle ganz tolle Namen. Ich bin nicht so sehr im Halo-Universum drin, dass ich das auswendig wüsste. Sie haben doch so lange gegen die gekämpft, da müssten wir doch mal ein bisschen Effektivität aufgebaut haben. Verstanden. Auch wenn die am Ende gesagt haben, nee, geht nicht, wir kapitulieren. Verstanden. Es gibt nur einen, den wir alles kaputt machen. Bazooka, ja. Warum nicht? Gib mir mal davon ein paar Botox. Vollständig. Und das. Weil. Hä? Achso, doch, hatte ich schon umgebaut zum Reaktor. Ich will meine Übereinheit. Ja, Panzerübereinheit. Ah, ja. Luft. Verstanden. Hallo. Wie geht's denn so? Verstanden. Ah, gut, praktisch. Basis wird angegriffen. Ja. Ist gut. Verstanden. Übernehme ich. Nur diese kleinen. Wie hießen die nochmal? Ah, ne, ein Elite-Zweig. Zwei. Ah, wie hießen die nochmal? Ich hab so lange mich nicht mehr mit dem Halo-Universum beschäftigt. Ich weiß. Beginne mit Abstieg. Geschätzte 30 Minuten bis zur Detonationsstelle. Feindlicher Angriff. Feuerbasis bereit. Okay. Noch eine Sperre ist deaktiviert. Das ist, eine Sperre wurde deaktiviert. Muss ich jetzt irgendwie. Hä? Och, jetzt sag nicht, dass der mich hier bombardiert. Riesige Allianz-Viech-Mist-Ding da. Los geht's. Das fände ich nämlich jetzt gar nicht toll. Dualantrieb erforscht. Vor allem, warum baut man hier immer so riesige Basen direkt? Wo ist meine Infanterie? Da. Befehle. Brauch mehr Supply. Erwarten Befehle. Rücken aus. Stationserweiterung vollständig. Das ist aber eine Menge. MAB-Projektile laufen wach. MAB ist unterwegs. Boom. Fahrzeugdepot vollständig. Nee. Ich nehme eine Streubombe. Anfangskoordinaten. Bomben im Anflug. Das geht eigentlich alles effektiver. Na ja. Verstanden. Übernehmen. Mach's kaputt. Ja, ich weiß, die könnten auch übernehmen, aber. Hab ich keine Lust drauf. Haben die jetzt. Sich ein bisschen, ja, haben sie. Mehr Supply und. Vollständig. Mehr Supply. Verstanden. So, wird schon. Wir glauben an euch, Männer. Oder Marines, Spartans sogar. Verstanden. Übernehme ich. Kloppt sie kaputt? Das ist jetzt irgendwie blöd. Versorgungsmodul vollständig. Reaktor vollständig. Ja, wollen wir hoffen, dass das alles mal schnell vorangeht. Marines. Ja, noch ein paar Marines. Vielleicht ein paar davon. Ja, warum nicht? Versorgungsmodul aufgerüstet. Verstanden. Auf geht's. Ah, die Feuerbasis existiert ja noch. Grade dich mal ab. Ich sagte, grade dich mal ab. Danke.
Marines sind einsatzbereit, Sir. Ich will noch einen Moab. Frühe Bomben brauche ich nicht. Mehr Ressourcen benötigt. Hau da ab. Nein, ich verliere einen. Festungserweiterung vollständig. Abhauen. Außer Gefecht. Nein. Was? Ja. Warum? Hornet in Stellung. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Feindlicher Angriff. Das ist anscheinend nicht die richtige Reihenfolge. Das Ding. Und mehr Supply. Ich fühle mich gerade verarscht. Da hat sie alle zerlegt. Verstanden. Verstanden. Es läuft hier super gerade. Verstanden. Irgendwie alles mehr so minder recht. Da, okay. Mehr Infanterie. Komm, pack von mir aus noch einen Sanitäter dazu. Rüstungsdepot vollständig. Ich wollte endlich meine Übereinheit. Feindlicher Angriff. Geschütz vollständig. Bordschützen erforscht. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ich. Häufigste Wort, was ich inzwischen sage, ist nicht dein Ernst. Reaktor verbessert. Gib mir einen Moab. Danke. MAB-Projektile laufen. MAB-Ladung unterwegs. Zeig mal MAB. Oh, Staubsauger ist groß, fett und macht Bumm. Sanitäter erforscht. Das ist ein mittleres Moab, ja. Schön. Brauch Supply. Feindlicher Angriff. Mehr Supply, mehr Supply. Nee, das ist kein Supply. Mehr Ressourcen benötigt. Mehr Supply. Jetzt steht ihr schon. Verstanden. Sollt den aufstellen. Es war danke. Einsatzbereit. Jetzt los, abhauen. Versorgungsmodul aufgerüstet. Verstanden. Basis wird angegriffen. Versorgungsmodul aufgerüstet. Was sammelt sich denn hier alles? Herr J. Ich brauche da, glaube ich, was Dickeres. Ah, Hallöchen. Du bist was Dickeres. So, ihr seid jetzt hoffentlich wieder Fitti. Verstanden. Fitti Töppi. Verstanden, verstanden. Wie gesagt, also ich finde es gerade echt unschön, dass die. Mehr Ressourcen benötigen. Wieso braucht die Spirit of Fire Supply, den sie uns selber liefert? Ich schalte den Teppich aus. Anfangskoordinaten eingebomben, weg. Das lief nicht so wie geplant. So, jetzt haben wir aber überall. Jetzt haben wir einige Stellen, wo wir Supply kriegen. Aber das hilft nichts, wir brauchen mehr. Habe ich jetzt langsam meine Übereinheit? Oder hab ich, die habe ich doch gebaut, oder? Ja, die will ich bauen. Die will ich bauen. Naja. Mehr Ressourcen benötigt. Denn du bringt jetzt nichts. Verstanden. Bringt jetzt alles nichts. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Ja, gut, dann macht der das halt. Versorgungsmodul vollständig. Und die interessieren sich ja überhaupt nicht dafür. Schlaue Dummern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Feindlicher Angriff. Verstanden. Hilfe! Das missfällt mir gerade. Mehr Ressourcen benötigt. Ernsthaft? Das ist doch so ein Billigturm. Versorgungsmodul vollständig. Mach kaputt! Übernehme. Dann nimmt sich von mir aus einer den, ist mir jetzt auch wurscht. Oh, danke. Rest kann hier rumkloppen. Jetzt auch mal nehmen. Bitte was? Geschütz
Schutz vollständig. Die knallen sich irgendwie gerade alle gegenseitig ab, habe ich das Gefühl. Danke. Danke. Wird denn. Mann, genau jetzt müssen natürlich wieder die ganzen Vollidioten hier rüber rumfahren, ne? Verstanden. Bis. Ich muss ja wirklich die Reihenfolge rausfinden. Da ist es doch jetzt nicht dein Ernst. Verstanden. Verstanden. Zerstören. Ja, übernehme ich. Ich kann's mitmachen. Kinderspiel. Wo sind meine beiden Übereinheiten? Ich hatte doch mehrere davon. Oder jetzt habe ich mehrere, besser gesagt. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche dicke Einheiten. Umso dicker, desto besser. Rüsten erstmal auf. Ich nehme mir den. Warte mal. Mehr Moor. Ich glaube, meine Basis. Meine Basis ist beschädigt. Wie kann das sein? Hier riecht's verbrannt. So panisch und den Rechner guck. Einmal. Ne, habe ich mich nur getäuscht. Aufgerüstet. Vielleicht brennt was drauf. Versorgungsmodul aufgerüstet. Übernehme. Man kann sich ja nicht immer um alles kümmern. Ne? Oh, ernsthaft, das. Aufgerüstet. Ja. Geschütz ist aufgerüstet. 3. Habe ich was auf der 2? Nö, ich habe gar nichts auf der 2. Wo ist der mit? Ich habe doch noch einen bestellt. Ja, jetzt kommt er. Jetzt hier, was wollte ich noch? Genau, das wollte ich auch noch. Und Panzer. Maximale Population erreicht. Ja, da kommt her. Mehr Ressourcen benötigt. Da geht mehr. Wir warten. Mehr Ressourcen benötigt. Ich warte immer noch drauf. Der läuft auch einfach so dumpf im Kreis. Wenn ich meine dritte Übereinheit habe, gehe ich erstmal den Scarab hier kaputt schlagen. Und ihr könnt halt mal. Große Allianzbasis, westlich des Portals entdeckt. Schön. Was möchten Sie mir jetzt damit sagen? Vielleicht das, was ich auch denke? So ist hier? MAB feuert. MAB-Munition erschöpft. Das kann ich nur gut heißen. Kinderspiel. Wo ist der dritte? Danke. Spartan außer Gefecht. Na toll. Das war direkt mit die Spartan. Ja. Oder der eine. Übernehme ich. Forge hier. Bin beim Zugang zur Sonne. Brauche etwas Zeit, um durchzubrechen. Feindlicher Angriff. Kannst dir Zeit lassen. Ich glaube, der ist irgendwie noch in diesem komischen Zoom. Ja, jetzt ist er nicht mehr drin. Hat er gerade. Hilfe! Wartet mal, bis der andere auch rast. Der dritte lässt sich ja weit. In Sichtweite. Anfang. Jetzt wird's wehtun. So, jetzt aufbrechen die ganze Kacke. Starten wieder einsatzbereit. Okay, rollt an. Schicken wir uns rein. Wie viele Skorpion baue ich jetzt? Baue ich gerade? Ah ne, das war die Skorpionfabrik. Nicht genug. Die Antwort auf alles, nicht genug. Schild will das Ding immer praktisch. Wir ziehen los. Verstanden. Hau mal ab. Lass noch leben. Mach's kaputt. Frieren wir sich, braucht jemand Eis? Hey, Luft gegen Lufteinheiten ist das echt praktisch, muss ich sagen. Weil es verreckt hat, ne? Schicken wir uns rein. Auf Landflug. Skorpion, es ist startklar. Bereit. Kinderspiel. Ja gut, jetzt bin ich gerade mit meinen gesamten Fähigkeiten erschöpft. Das ist neu. Mehr. Naja.
wir uns rein. Wir ziehen los. Ich will mehr Fähigkeiten. Feindlicher Angriff. Ja, hier kommen jetzt von mir. Noch nicht die ODSTs, war ja zu schön. Danke. Ich glaube, und hier oben ist Flat. Ja, hier oben ist sonst was. Bewegung von der Ostseite des Portals. Möglicherweise großer Alienbefall. Okay. Nee. Flammenwerfer. Hier ist Luftabwehr. Das Fahrzeug. So. Hochgeschwindigkeitsgeschütz erforscht. So, die ist dies. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Regeneration der heile Ziele. Ihr müsst immer noch repariert werden. Ihr sollt nicht rumbrennen. MMI verbessert. Ja. Verstanden. Mehr Ressourcen benötigt. Ich hasse diesen Spruch. Was ist denn der? Ach, da ist er. MAB, Munition. Boom, boom, boom. Was? Es gibt hier drei verdammte Scarabs. Verstanden. Gut. Jetzt wüsste ich gern, wo der Rest rumläuft. Oder hätten wir warten sollen. Streubomben. Rolle den Teppich aus. Ja, bitte einmal. Und zwar. Anfangskoordinaten eingeloggt. So. Bomben weg. Feuerbasis bereit. Geschütz aufgerüstet. Bascht. Haben wir jetzt mal unsere Übereinheiten einigermaßen. Ja, jetzt sind wir repariert. Panzer, ihr seid. Panzer, ihr seid Gruppe 2. Wir ziehen los. Komm, verbessere einfach mal das da. Warum? Weil du es kannst. Hat keinen bestimmten Sinn. Heile Ziele. Dann, wenn man die Ressourcen dann braucht, dann hat man sie irgendwie nie. Das Ding ist aktiviert. Wie ist das denn aktiviert? Versorgungsmodul vollständig. Feindlicher. Ich muss jetzt ernsthaft die richtige Reihenfolge rausfinden. So ein Tipp wäre manchmal echt praktisch. Feindlicher Angriff. Ab in die Hölle. Lad ist kacke. Grenadier erforscht. Gibt's hier nicht irgendwie so Reinigungsmittel? Versorgungsmodul vollständig. Einmal so, Anti-Flat alles weg. Das wäre doch was. Man kann nie genug Supply haben. Natürlich. Ich weiß auch schon, was ich baue. Kinderspiel. Mach mal einfach hier. Danke. Ernsthaft. Wir wollten da noch was aufbauen. Versorgungsmodul vollständig. Geschütz vollständig. Ich finde diese Übereinheiten super. Die könnte man in jedes Spiel einbauen. Ach, Supreme Command wäre ich nämlich da. Da hatte man in der Regel nicht so viele. Wir ziehen los. Sind die Dinger bald fertig? Feindlicher Angriff. Vor allem, Flat kann sich halt überhaupt so gut wie gar nicht dagegen wehren. Raketensperrfeuer. Feuerbasis bereit. MAB-Projektile MAB ist unter MAB von MAB-Munition erschöpft. Überall ein paar Feuerbasen bauen. Wie gesagt, wenn jemand fragt, warum, weil ich es kann. Luftabwehr. Geschütz vollständig. Luftabwehr. Regeneration heile Ziele.
Stationserweiterung vollständig. Kann man noch einen Reaktor bauen? Nicht. Da. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Verstanden. Wir ziehen los. Wirtschaft. War das richtig? Nein. Hallo, Scarab. Roger. Versorgungsmodul vollständig. Das ist, Scarab soll mal bitte sterben. Sperrfeuer eingeleitet. Sagt es sterben, bitte. Jetzt, und jetzt wird's wehtun. Nein, nein, der hat. Du dreckiges Bastard! Du knallst mir meine. Ich hasse dich! Allianztruppen werden in circa 10 Minuten bei Forge eintreffen. Wir ziehen los. Granate! Das interessiert mich, das. Es wurden gerade meine wunderschönen. Sie haben es gehört. Ich warte 10 Minuten, dann zünde ich den Kerl. Länger kann ich nicht warten. Okay. Was ist das? Verstanden. Wir können sie nicht mit den Schiffen verschwinden lassen. Viel Glück, Forge. Das ist jetzt irgendwie anerkannt. Geschütz vollständig. Panzer. Mehr Ressourcen benötigt. Ernsthaft. Selbst die 4 Panzer haben nicht ausgereicht. Oh, ich geb dir gleich. Hallo? Verstanden. Ist jetzt ernsthaft die. Ich brauche an jeder dummen Ort eine dumme Tür. Also an jedem. Regenerat, heile Ziele. Heil das Ding doch endlich. Was ist das denn? Mega Geschütz. Geh da mal raus. Scorpion ist aufgetankt. Dankeschön. Mega Geschütz ab, Feuer. Aufgerüstet. Basis wird angegriffen. Hier. Geschütz vollständig. So recht präzise. Ja. So, jetzt habe ich einen. Die brauchen so lang zum Bauen. Vulture greift an. Die Panzer auch. Scorpion ist kampfbereit. Na toll. Vielleicht kaputt machen? Nur so als Tipp? Basis wird angegriffen. Bereit, Kinderspiel. Also das ist jetzt. Ist in Stellung. Ich habe keine Ahnung in welcher Reihenfolge. Ich schicke einfach mal. Alle Einheiten. Okay, ich hab. Feindlich das Ding Angriff. Lebt. Gut. Roger. Ach ja, ist noch so ein dummes Ding. Mach mal kaputt. Genau. Basis wird angegriffen. Was kann man denn hier noch erforschen? Okay, so langsam gehe ich mit dem Supply ans Ende. Kann man. Ja, mehr Moab. Kann nie schaden. Ach, die Folge ist ein bisschen lang. In sich anfangs kommt Bomben. Nein, das ist überhaupt nicht übertrieben. Ich finde das sehr der Situation angepasst. MAB-Projektile laufen. MAB ist unterwegs. MAB feuert. MAB-Munition erfüllt. So, so. Passt schon. Hallo? Roger. Knall ab. Roger. Roger. Ja? Sagt ihr. So, 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 so. Roger. Kann man mal machen. Neutralisiert. Basis. Kann man mal machen. Hab ich da wirklich gerade was gebaut? Hab ich zu schnell geklickt? Verbessert. Meine Basis wurde zerstört. Was? Es sind Türenpaare.
Sie müssen beide Türen aktivieren, um diese zu öffnen. Basis wird angegriffen. Ab in die Hölle. Okay, schön. Das sagt mir herzlich wenig. Aber gut, bestimmt kann damit irgendjemand was anfangen. Verstanden. Schicken Sie uns rein. Wir ziehen los. Das wollte jetzt nicht. Ach, der sagt mir schon, in welcher Reihenfolge. Hallo. Basis wird angegriffen. Alles Töfte hier. Könnt ihr bitte vielleicht mal da rausgehen? Das wäre auch bestimmt ganz toll von dir. Feindlicher Angriff. Mach Ruf. Ja. Und jetzt? Cool. Basis wird angegriffen. Ah, da habe ich jetzt kein... Nicht dein Ernst, geh mal da raus. Ich habe nie da Truppen, wo ich sie gerade brauche. Vielleicht hier mal nochmal eine Baracke. Ja, das... Oh, das ist, fängt gerade meine Basis. Meine Panzer? Brauch mehr Panzer. Vollständig. Kaserne vollständig. Feuerbasis bereit. Jetzt hier zurück. Oh, Portal geöffnet. Wunderschön. Basis wird angegriffen. Ja, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Forge, alle UNSC-Einheiten ziehen sich zur Spirit of Fire zurück. Verstanden. Bringen Sie unsere Leute hier raus. Ich werde den Kern hochjagen. Das ist viel zu wenig. Naja, ich glaube, ich war auch viel zu langsam. Ja, das hätte man bestimmt schnell lösen können. Oder ich hätte dann halt noch den einen Scarab kaputt schlagen können. Naja, ich sag dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das jetzt, wenn die Endsequenz kommt, schneide ich das noch hier ran. Wenn nicht, dann ist es noch eine neue Folge. Ich sag dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao. Laut Andockbucht haben alle Crews eingecheckt. Dann sollten wir nicht länger als nötig bleiben, sondern lieber verschwinden. Captain, das Gravitationsfeld der Sonne dehnt sich aus. Wir gehen nirgendwo hin. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Serena, berechnen Sie einen Kurs, der uns in die Sonne bringt. Wir katapultieren uns um sie herum. Mal eben einen Kurs berechnen, während wir um einen explodierenden Stern und durch einen kollabierenden Planeten rasen. Sicher, wieso nicht? Serena, können Sie es oder nicht? Erledigt. Vielleicht sollten Sie sich irgendwo festhalten. Augen zumachen könnte auch helfen. Captain, ich würde lieber wach bleiben, um das Gebiet zu observieren. Professor, es gab fast 2 Wochen lang kein Lebenszeichen von der Allianz. Hier ist nichts zu tun. Aber, Captain... Kein Aber, Professor. Sie haben uns alle lebendig da rausgeholt. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Nicht uns alles, Captain. Nicht uns alles.
Ja, und das schneide ich eindeutig ran. Ja, das war dann... Oh Mann, sowas ist das halt ein Windows-Spiel, ne? Also, Windows-Store-Spiel. Das war Halo Wars 1. Entrance Mission. Finde ich auch lustig, wie da an der einen Seite die zerstörte Stelle gerade wieder aufgebaut wird. Interessanterweise, das Ganze kannte ich schon, ne? Also ich kannte schon Halo Wars 1. Aber wenn wir dann Halo Wars 2 spielen, was... Und morgen ist... Und Donnerstag, die müsste Freitag kommen. Ich versuche es noch, Samstag Halo Wars 2 anzufangen. Aber ich kann nichts versprechen. Naja, und ihr seht ja dieses Ploppel von der Maus. Dafür kann ich nicht, den Cutscene dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen. Und bedanken an alle, die so lange durchgehalten haben. Und die sich das wahrscheinlich jetzt auch noch alles antun. Wegen meiner unglaublich beruhigenden Stimme. Natürlich. Oder einfach weil es. Musik ist voll entspannt und ich voll Idioten quatschen einfach darüber. Ja, ich weiß, ich bin voll dreist. Wie gesagt, das ist mit der Maus nicht mehr leid. Auch wenn ich dir aus dem Bild. Oh, guck mal da. Guck mal. Guck mal. Am Anfang irgendeiner Folge hat man noch kurz meine Taskleiste gesehen. Aber das ist nicht toll. Ich kann mich jetzt voll ausspionieren und alles. Ich frage mich immer noch, warum die ja nicht versucht haben, irgendwie selbst an die Schiffe zu kommen. Ich meine, das müsste doch möglich gewesen sein. Weil, wenn du ja einmal erstmal die Kontrolle... Du kannst ja nur ein Mensch kann die Panel bedienen, angeblich. Da müssen die ja das Ding nur einmal aktivieren und sagen, hallo, ich bin Mensch, kämpf für mich. Und dann macht man bitte jetzt alles Allianz kaputt. Dann müssten die ja eigentlich alles Allianz kaputt machen. So wie ich das verstanden habe. Und ich mochte irgendwie Serena, die war lustig. Ne, die... Was, ne... Ich glaube, es ist eine V-I? K-I? Ne, es müsste... Gibt's in dem... Wird's in dem Universum über... Ah ne, das Universum wird gar nicht hier unterschieden. Es ist eine K-I. In Mass Effect war das mit V-I und K-I. VIs sind im Prinzip nur dümmere KIs. Ja, das ist... Also wie gesagt, ich war jetzt nicht wirklich schockiert über das Ende, weil ich kannte das halt schon. Ich finde es halt immer wieder so schön interessant in solchen Strategiespielen. Du kannst Truppen ausbilden. Ach gut, aber jetzt kommen nochmal die langen Credits. Yay, das Video wird eine Stunde gehen. Ich meine, die Standardfolge ging ja nicht schon noch eine halbe Stunde. Und, ja. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Ja, guck mal, hier, Flackermaus. Ich habe die Hände nicht an der Maus, wenn ich das nochmal so sagen möchte. Flacker, Flacker. Ist nur eine Ladestation. Vielleicht kommt das Spiel damit nicht klar. Ich weiß nicht. Das Doofe ist auch ein bisschen, das Spiel aufzunehmen, ist immer so eine Sache. Ich glaube, bei Halo Wars 2 wird das nicht besser. Ich muss da immer meinen zweiten Monitor abschalten, dass ich keine Angst habe, dass ich keinen Bock habe, dass auf einmal mein Aufnahmeprogramm denkt, ach, guck doch mal, nehmen wir mal den anderen Monitor auf, weil sich da vielleicht ein Pixel verändert hat. Kurz. Das hatten wir schon mal. Ich glaube, das hatten wir kurz bei, wie hieß es nochmal? Battlegrounds. Star Wars Battlegrounds. Doch, Galactic Battlegrounds, keine Ahnung. Das uralte Spiel, was eigentlich nur auf der Age of Empires 2 Engine basiert, was aber im Prinzip, ja, was dann Star Wars war. Aber meiner Meinung nach interessant umgesetzt, aber nicht wirklich durchgezogen. Wenn dann ein, was weiß ich, ein Droid, also ein MTT, auf einmal ein schwerer Angriffsmech war oder sowas, das dachte ich mir, da haben anscheinend nicht wirklich... Ja, da hatte ich nicht das Gefühl, dass wirklich Leute von Star Wars wissen dahinter standen. Oder sie haben es einfach so generalisiert. Das hat eigentlich nicht so gepasst, fand ich. Naja, aber trotzdem ein schönes Spiel. Auch wenn man es nicht aufnehmen kann.
Wo ich noch? Jo. Jetzt, ne? Halo Wars 2. Mir hat's wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber man hat halt sehr, sehr hart gemerkt, dass es für Konsole entwickelt wurde. Und bei Halo Wars 2 wird das nicht anders sein. Ich glaube, habe ich schon mal Halo Wars 2 angespielt? Ich meine schon. Ich habe das kurz angespielt. Aber ich muss dann gucken, wie das mit den Grafikeinstellungen ist, ob da alles gut passt. Weil das ist ja von letztem Jahr? Diesem Jahr? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls ist es ja doch relativ aktuell. Und im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich sonst auf dem Kanal habe. Und heute, ne? Heute ist ja Freitag, wenn das Video rauskommt. Müsste eigentlich schon eine Folge. Ach Gott, ist das laut gerade bei mir? Müsste eigentlich schon eine Folge. Dings. Wie heißt die nochmal? Die letzte Folge mit Flinch da. Released werden, die ich aufgenommen habe. Deshalb müsste ich dann nochmal aufnehmen. Wieder. Mal gucken, wann. Gucke mal, unsere wunderschöne Flagge. Was ist, wenn ich jetzt mal Strom abmache? Flackert sie dann nicht mehr? Doch, sie flackert immer noch. War nicht der Strom. Hier riecht es immer noch irgendwie komisch. Naja, wenn ich am Ende verbrannt bin, dann werdet ihr das Video eh nicht sehen. Ist hier irgendwas warm? Also, mehr als sonst? Ich sehe nix. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich das Fenster offen habe, weil ich mache Vermutung. Ja, ich könnte mich jetzt eigentlich ausklinken und ihr euch mit den wunderschönen Credits noch allein lassen. Es ist meine Lampe. Die ist neu. Also relativ. Aber sie funktioniert einwandfrei und ich sehe nichts. Oh. Hell. Ah. Naja. Genau. Ich komme jetzt auf die schöne Idee, alle Namen vorzulesen. Weil ich ja so wunderbar und wunderschön vorlese, wie ihr alle wisst, über lange Zeit. Das habe ich ja an vielen Stellen bewiesen. Ja, ich habe hier wieder Kommentare auf. Finde ich lustig. Der eine will mehr BFC, der andere, ich hasse BFC. Aber so ist es halt immer. Man kann sich allen recht machen. Powered by Division. Was? 2016? Das Spiel ist doch nicht von 2016. Wann ist denn Halo Wars? Achso, nee, ja, ist ja jetzt die. Ich glaube, das war von 2009. Aber ist ja jetzt die neu aufgemachte PC-Version. Deshalb sieht es, glaube ich, auch ein bisschen besser aus als in der originalen Xbox 360-Version. Was? Toll, mein Tablet bimmelt. Ich bräuchte eigentlich echt mal wieder einen Shooter. Vielleicht nochmal Battlefront 2, also vielleicht nochmal Battlefront 1, bevor das neue Release wird, spielen. Ich weiß nicht. Ach, das war's jetzt. Jo, dann. Sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt endgültig. Was ist denn jetzt eigentlich mit Koop? Stellen. Lobby wird initialisiert. Und jetzt ist ja eh niemand da, das können wir mal gucken. Wo ist denn das? Ah! Der hätte man alle im Koop spielen können. Ah, ich habe eh keinen, der das Spiel hat. Oder? Glaube nicht. Nee, das wird nicht gehen. Ich habe Kampagne. Gefecht. 1 gegen 1. Nee, das wäre anders aus. Nee, das könnte man überlegen, Halo Wars 2, ja.
Vielleicht warte ich dann nochmal bis wann? Montag? Ja, dann habe ich das Wochenende zum Aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Spielkarte. Ne, damit befasse ich mich, wenn überhaupt, erst in Halo Wars 2. Naja, dann sage ich mal, haben Sie Soundprobleme? Nein? Wer? Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen. Hallo.